Eure Augen täuschen euch nicht. Der heimtückische rote Drachenschwarm wollte mich umbringen. Ich hoffe, dass ihr jetzt ihre wahre Natur erkennt. Mein Vater ist dem Wahn verfallen, ich nicht. Hier ist eure Belohnung, Champion. Aber es gibt noch einen letzten Drachen, den wir erschlagen müssen. Mein Prinz, wir sollten diesen Ort verlassen, weil sie zurückkehren, um die Tat zu vollenden. Verrat! Ich habe gerade von dir gesprochen. Der letzte schwarze Drache. Der, der besser als alle anderen versteckt war. Eure Hoheit, ich habe nie versucht, euch meine Identität zu verheimlichen. Ja, du hast mich gerettet, als ich noch im Ei war, und ich schulde dir mein Leben. Aber du bist ein schwarzer Drache, und du teilst die Verderbnis all meiner Brüder und Schwestern. Das stimmt nicht. Streitest du es ab, die dunklen Visionen? Die Stimmen in deinem Kopf? Nein, nein. Ich habe die Stimmen unter Kontrolle. Sie helfen mir. Und was sagen sie dir jetzt, Verrat? Was flüstern deine dunklen Herren? Töten. Sie wollen, dass ich euch töte. Oh, warum musstet ihr sie auch verärgern? Ihr seid wohl doch zu schwer, unter Kontrolle zu halten! Niemand wird mich jemals kontrollieren! Der rote Drachenschwarm hat keine Ahnung, was sie entfesselt haben, als sie mit meinem Ei experimentierten. Held! Schlagt jetzt zu! Nutzt eure neue Macht, um ihn zu töten! Es ist vollbracht, mein Freund. Soweit ich weiß, bin ich der einzig verbleibende schwarze Drache. Ein neues Zeitalter für die Sterblichen ist angebrochen und solche wie ihr sind seine Vorreiter. Ich muss jetzt gehen, verschwinden. Vielleicht werden wir uns wiedersehen. Ich hoffe, dass wir dann auf der gleichen Seite stehen.